So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Pearl in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir unseren Pokéchar erhalten und ein bisschen Jubelstadt erkundet, außerdem haben wir in der Trainerschule ein bisschen gekämpft, was sehr brutale Kämpfe war, muss ich sagen, und nun soll es hier weitergehen nach Erzeling, würde ich sagen. Wir haben ja auch eine Karte erhalten. Oh, sag mir nicht, du willst kämpfen. Hey Flo, bitte sag mir, dass du stärker geworden bist. Ich, sieht man es nicht, sicher bin ich stärker geworden. Los, ich verweise jetzt. Scheiße. Oh, fuck. Ach du Scheiße, wir müssen gegen den kämpfen. Ja gut, ein Schneckmark ist jetzt nicht so dramatisch. Aber auf Level 7, mir brennt es gerade in der Seele. Setzen wir mal Gesang ein, hoffen, dass wir wieder treffen. Nein, wir treffen nicht. Smog ist in Ordnung. Smog sollte nicht so viel Schaden machen. Solange sie uns nicht vergiftet, ne? Gut, setzen wir erstmal Gesang ein und danach wechseln wir zu Pampflam. Ei, ei, ei. Scheiße, ey. Ist doch schon ganz schön heavy. Ja, Pearl geht auch relativ als relativ schwere Edition, ne? Also gerade in der Nuzlocke ist es doch schon ein bisschen, also natürlich im normalen Durchspielen wäre das hier wirklich, wirklich. Ich will nicht schlafen. Aber ist dann halt so. Ist dann halt so. Müssen wir erstmal schlafen gehen. Ja, ist eine relativ schwere Gen. Also jetzt nicht im normalen Playthrough, aber in der Nuzlocke ist es doch schon ein bisschen schwieriger. Aber ist halt so. Vergiss es, wir sind noch nicht am Ende angelangt. Ja, das ist mir bewusst. Das ist mir ganz bewusst. Danke, mein Freund. Ich bin ja froh, dass er nicht irgendwie, ich hoffe, ja, kein Plimpfer. Also hätte er noch einen Plimpfer dann, dann wäre es ja vollkommen vorbei hier für mich. Meine Flinklaue hat gewirkt, das bringt mir auch nichts, wenn dann nie meine Angriffe nicht durchkommen oder wenn ich schlafe, ne? Oh, sag mal, Vulkan, bitte. Bitte, wach auf. Bitte wach auf, mein Kleiner. Na, geht doch. Und setzt den Kratzer ein. Ja, wunderbar, wunderbar. Das kannst du gerne machen. Tja, der trifft auch nicht. Das ist auch schön, ne? Die KP meines Pokémon sind niedrig. Das könnte eng werden. Ja, das könnte es. Könnte es aber auch nicht. Wer weiß das schon, ne? Na gut. Schneckmark wurde besiegt. Es gibt ein paar Level. Level 7 immerhin schon mal für Selena. Das heißt, die kann bald sogar mal was machen. Und, oh Gott sei Dank, er hat das am Murzel. Natürlich ist Tengul ist später auch eine Bedrohung, aber ich sag mal, mit Pampferno im Gepäck sollte das auch nicht die größte Bedrohung darstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Geduld kannst du machen. Die KP meines Pokémon ist niedrig, das könnte eng werden. Ich hoffe, er setzt keine Tränke ein. Okay. Er speichert nur Energie, aber setzt sie noch nicht frei, das ist gut. Und jetzt ist es eh futsch. Jetzt ist es eh futsch. Boah, es hätte jetzt aber auch haarscharf werden können. Das würde Geduld nur eine Runde brauchen, das wäre asozial. Aber Gott sei Dank ja nicht. Also alles im Butter. Alles im Butter. Wunderbar, wunderbar. Was passiert hier? Ich habe verloren? Ja, das hast du wohl. Das siehst du gut ein. Oh, ich habe verloren, wie meinst du das? Das war es dann wohl. Es war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Ich werde der stärkste Trainer, der die Welt gesehen hat. Und das weißt du ganz genau. Als erstes nehme ich mir den Arenaleiter Nerzeling vor, aber davon muss ich erstmal richtig fleißig trainieren. Ja, das solltest du. Ich werde hier auch mal ein bisschen Pokémon fangen, hoffe ich. Dicta ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist halt eine Glaskanone, ne? Aber ist in Ordnung an sich. Gesang. Aber ist halt wirklich in Ordnung. Wenn wir es dann fangen können, heißt es, ne? Weil ich kann nicht mit Pampflam auf ihn drauf. Pampflam auf ihn drauf, das wäre zu heavy. Das wäre zu stark. Das geht nicht. Ich muss ihn einschläfern und dann kann ich ihn erst fangen. Alles andere wird nichts bringen. Alles andere kann nichts bringen. Na gut. In der Hoffnung, dass wir ihn auch fangen können.
So viele Bälle habe ich nun auch nicht, ne? Ich habe nur 6 Pokebälle. Aber ich kann ihn nicht schwächen. Mit Pampflam, das wäre zu dramatisch. Und mit Pummeluff kann ich ihn nicht schwächen. Aber es hat geklappt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wie nennen wir ihn? Männlicher. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Ein weiblich hätte ich einen Namen gefunden. Dieses Pokémon lebt und der Star ist an Dunkelheit gewöhnt. Es streckt helles Licht ab. Ja, mich. Ich muss mal gucken. Erdgott. Ich denke, das ist ganz gut. Gap. Das dürfte ein ägyptischer Gott sein. Ein ägyptischer Erdgott. Gap, wie auch immer. Nehmen wir den. Wunderbar, wunderbar. Ein Diktor zumindest mal. Endlich mal. Sag mir, du kannst angreifen. Sag mir, du kannst angreifen und ich behalte dich. Danke. Ist halt aber eine Glaskanone. Wie gesagt, das heißt, es macht es momentan auch noch ziemlich, ja, solange es nicht, sage ich mal, mit einem Hit besiegen kann, ziemlich anfällig. Ist halt einfach so. Aber immerhin haben wir jetzt 3 Pokémon. Immerhin haben wir wieder 3 Pokémon. Ist ja schon mal was, ne? Ist ja schon mal was. Halt. Ich will nicht. Nein. So. Ja. Das war trotzdem Pummeluff vorne. Nee, wir setzen erstmal. Wir setzen erstmal Dicta nach vorne. Ich denke, das ist gar nicht so verkehrt. Diese Entscheidung. Ich denke, das ist gar nicht die verkehrteste Entscheidung, die wir treffen könnten. Wusstest du das? Das Pokémon, das oben links in der Teamliste steht, der scheint als erstes im Kampf her. Das hätte ich mir jetzt denken können, meine Liebe. Das hätte ich mir jetzt durchaus denken können. Tipps für Trainer. Neben den Kraftpunkten KP besitzt ein Pokémon auch Angriffspunkte, die für die Attacken im Kampf gebraucht werden. Wenn ein Pokémon, ach keine Ahnung, keine AP mehr hat, setzt es Verzweifel ein oder so wahrscheinlich, ja. So, mal sehen, was er hier kann. Ich bin so voller Energie, meine Pokémon geben mir Kraft. Ja, wunderbar, das ist ja ganz, ganz grandios. Das ist ja ganz grandios. Pfiffchen, das ist in Ordnung. Auf welchem Level seid ihr denn mittlerweile hier schon mit euren Trainer-Pokémon? Ja, es ist mir zu gefährlich. Es ist mir einfach zu gefährlich. Wir müssen auf Vulkan wechseln. Es tut mir sehr leid, aber ich kann Dicta jetzt noch nicht kämpfen lassen. Dicta auf dem Level? Ich weiß es nicht. Und dann setzt es auch noch Yawla ein. Scheiße, ey. Das muss ganz schnell weg, das Pfiffchen. Darf sie nicht hier ins Unermessliche boosten und dann angreifen. Das darf es nicht. Hat es aber schon zweimal gemacht. Aber an sich bin ich eh schneller als das Pfiffchen. Von daher alles gut. Alles gut. Ich weiß halt nicht, wie schnell es levelt. Noch ein Pfiffchen? Na gut. Na gut. Ist in Ordnung, kann ich mitleben. Wir müssen halt immer wieder auswechseln. Jetzt, das wird keinen Weg drum herum führen. Wir müssen irgendwie das Pokémon ja hochkriegen. Damit es, sag ich mal, mithalten kann irgendwie. Oder ich muss dann im nächsten Part mal gucken, dass ich zumindest meine 2 Pokémon auf Level 8 oder so bringe. Weiß ich noch nicht. Wobei, ich glaube, hier Dings ist doch schon fast auf Level. Super, irgendwie, sag meine lieben armen Pokémon, das waren Pfiffchen und Pfiffchen. Selene ist auf Level 7 schon, immerhin, ne? Immerhin schon, das heißt, es dürfte bald mal was lernen. Bald dürfte es mal mitmachen. Ganz, ganz bald. Bis auf gleich sehe ich was viel Besseres, was wir hätten bekommen können, aber dann ist es halt so, ne? Wir sind immer zusammen, ich zeige dir, wie wir uns angefreundet haben. Na, dann zeig mir das mal. Also einfach aufs Maul geben sozusagen. Einen Menschen aufs Maul geben. Ich verstehe. Oh, Trassler. Die Frage ist, kann Trassler was mir gefährlich sein könnte? Ich habe Angst. Ich will nicht noch ein Pokémon verlieren, muss ich sagen. Von daher tauschen wir es einfach um. Aber ich weiß nicht, ob Trassler was könnte, was mir gefährlich werden könnte. Kann das jetzt schon Konfusion?
Kreisler lernt als erstes, glaube ich, Konfusion, das Angriffsattacke. Und ich glaube, das erst auf Level 10 oder so. Aber ich bin mir nicht sicher. Von daher, lieber auf Nummer sicher gehen. Ich gehe gern auf Nummer sicher, sicher. Ich denke, das ist akzeptabel und sinnvoll. Ich denke, das ist für alle das Beste, ne? Für meine Gesundheit und für die meiner Pokémon. Wenn wir das so machen. Nur das Vulkan jetzt einfach, er levelt davon. Aber das ist in Ordnung. Er levelt einfach davon. Mir ist schlecht. Ja, mir auch. Vor allem vor Part 3 immer noch. Aber das ist, müssen wir hinter uns lassen. Part 3 müssen wir hinter uns lassen. Wir haben immerhin ein weiteres Pokémon mittlerweile, ne? Hallo. Ich suchte nach Pokémon und fand einen Trainer. Ja, das war auch nicht das, was ich erwartet hatte. Aber in Ordnung, ne? Oh, drei Pokémon. Schneckmax auch noch. Gut, aber die sind nicht so stark. Das heißt, eventuell könnte das Gap alleine schaffen. Mal gucken. Mal gucken, was die können. Was die drauf haben. Will ich das wirklich wissen? Eigentlich nicht, ne? Jetzt mit dem Gena erst recht nicht. Keine Lust auf Gena-Intos, muss ich sagen. Ich habe keine Lust zu schlafen. Dann müssen wir halt tauschen. Boah. Es geht mir schon wieder auf den Sack, ne? Das ist Schneckmack. Aber in Ordnung. Ist dann halt so. Wie es ist. Joa, setz ruhig Smog ein. Das sollte mir nicht viel machen. Joa, aber wobei. Das ist gar nicht so verkehrt, ne? Durch den Giftstatus kann ich nicht einschlafen. Da hat er sich selbst ein Ei gelegt. Mein Freund. Das akzeptiere ich. Das finde ich gut. Wann kriegt Dicta deine Bodenattacke, frage ich mich. Vulpix, hat keine schönen Pokémon, also, ja. Hätten wir eine Bodenattacke, wäre das super. Hätten wir eine Bodenattacke auf Dicta, wäre das total super. Aber so ist es dann doch, ja, naja, ne. Naja, wir kommen schon durch, ne. Hab bloß kein Gegengift mehr, glaube ich. Das heißt, sie muss dann zum Pokémon Center rennen. Finde ich nicht gut, aber ist dann halt so. Gucken, welches Pokémon Center näher dran ist. Vielleicht ist Erzeling auch gleich in der Nähe. Ich weiß gerade nicht, wie lang der Weg war. Ne, wobei, wir müssen noch durch den Mondberg und alles, durch den Kraterberg, glaube ich, und alles. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was, bevor wir in Erzeling landen. Mal gucken, ne, Aber dass die immer noch nicht one-hitten kann, ist schon eine Frechheit, ne? Dass er immer noch keine Schneckmax one-hitten kann, die auf Level 4 sind. Ist schon eine Frechheit. Aber so ist es nun mal. Naja, greifen wir ihn weiter an. Und alles wird gut. Alles wird ganz entspannt, nicht wahr? Was heißt ganz entspannt hier? Ich bin nicht entspannt. Gut. Huch, du bist schon fertig? Ja, sicher. Was ist denn mit dir los? Wir heilen mal ganz kurz, zumindest mit dem Trank hoch. Und dann gehen wir mal schnell zum Pokémon Center, würde ich sagen, wa? Bevor wir hier Pamflammen bitterlich krepieren lassen. Ich will nur mal kurz gucken. Nicht, dass hier jetzt Pamflammen gleich bitterlich krepiert, wenn wir gerade da sind. Das wäre witzig. Also witzig wäre es nicht, aber das wäre hart asozial. Aber wobei, wir sehen es ja so ein bisschen sogar. Aber das ist in Ordnung. Ei, ei, ei. Na gut. Wunderbar, wunderbar. Aber ich finde es dumm, dass sich das unten erst aktualisiert, sobald wir den Raum verändert haben. Also in anderen Raum gegangen sind. Das finde ich ein bisschen dumm. Aber egal. Ist jetzt halt so. Kann ich auch nichts gegen machen, ne? So, was greift uns hier an? Ein Staralili. Hätte ich vielleicht sogar lieber gehabt als Dick, da muss ich sagen. Ist nicht ganz so eine Glaskanone.
Aber wären halt auch wieder ziemlich Standard gewesen, ne? Muss ja auch nicht sein. Muss ja auch nicht immer sein, diese Standard-Trainer. Pokémon. Ein Kampf, so kann ich sehen, ob ich für eine Arena-Herausforderung bereit bin. Na dann, zeig mir, was du drauf hast auf dem Kerbholz-Kleiner. Dodo. Interessant. Interessant. Aber nichts vergib. Nichts vergib, da muss Vulkan wieder ran. Es wird ein Starter-Durchlauf, ne? Ich sehe es kommen, es wird so ein Starter-Playthrough. Wenn wir jetzt nicht irgendwas total krasses fangen. Oder unser Starter umfauf wegstirbt, was wir natürlich nicht hoffen. Also es sollte sich nicht. Sollte sich vor der Arena entwickeln, ich weiß nicht, ob ich das will. Wäre schon ziemlich uff, ne? Also es wäre schon hart assi von mir. Und dann hat der einfach Wasser-Pokémon der Arena-Leiter. Mich würde es nicht wundern. Bei meinem Glück würde mich das überhaupt nicht wundern. Scheint, dass ich noch nicht für eine Arena-Herausforderung bereit bin. In der Tat, du bist ziemlich wack. Nein, da bin ich noch nicht rein. Route 203, Erzelling. Und dann geht's hier noch lang. Ich habe einen hübschen Orden vom Leiter der Erzelling-Arena. Du hast schon einen Orden? Das glaube ich dir nicht. Zeig her, zeig her. Das will ich sehen. Butuze, Wasser-Pokémon oder so. Wasser oder Pflanze? Beides nicht schön. Also was heißt beides nicht schön? Pflanze geht noch, aber Wasser-Pokémon wäre nicht so schön. Und er wird wahrscheinlich auch schon Absorber oder sowas können, ne? Das heißt, das ist nicht schön. Wobei Absorber ist eine Pflanzenattacke. Solange nicht sowas wie eine Aquaknarre oder so kann. Warte, ist Absorber eine Pflanze oder eine Wasserattacke? Ja, eine Pflanzenattacke. Gut, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Damit kann ich vollständig leben. Greifen wir ihn halt mit Feuer an, ne? Ja, ist mäßiger Schaden, ne? Ist mäßiger Schaden, damit kann ich leben. Wir fangen uns auch gleich noch unseren Account am Kraterberg, keine Sorge. Das machen wir noch. Das sollte noch Ziel für heute sein, unseren Account am Kraterberg zu fangen. Und dann sehen wir mal weiter. Da werde ich erstmal trainieren müssen, wahrscheinlich wieder. Immer ein Level 7. Und Erstauner, ja, ist jetzt nicht das, was ich mir gewünscht hätte, aber in Ordnung. Es sind Wasser-Pokémon. Aber Geweiher ist noch zusätzlich ein Käfer-Typus. Das ist in Ordnung. Das ist ziemlich in Ordnung. Ja, man merkt schon, wir sind für die Trainer schon ein bisschen stark eigentlich. Aber ein Blubber kann nicht wehtun in diesem Falle. Wollte er sagen. Und hat er auch gesagt. Ein Blubber kann sehr wehtun, wollte ich eigentlich sagen, aber nicht der Rede wert, ne? Gut, Level 5 zu Level 12, David gegen Goliath und so, ne? Vulkan gegen Geweiher, ja? Ja, mich stört das auch gerade, dass wir ja gerade nur den Starter ein bisschen verwenden können. Oh, ich habe verloren, lalalala. Und das ist halt unser Starter dann auch noch so ein... Ja, ich mag Panther zwar ganz gerne, aber es ist halt trotzdem ein Standard-Pokémon, ne? Dass unser Starter nur ein Standard-Pokémon ist. Oh, warum laufen hier denn überall Issos rum? Wenigstens haben wir diesmal die Möglichkeit anzugreifen. War ja letztes Mal nicht der Fall, ne? Also Isso ist immer ein Trauma aus Part 3 gewesen. Erst wollte es sich nicht fangen lassen und dann hat es uns auch noch ganz schön genervt. Beides nicht cool. Ah, ist halt. Das wird jetzt auch ewig dauern hier, wenn das Isso weiter so macht. Aber gut, es ist zurückgeschreckt. Das nehme ich hin. Das nehme ich gerne hin. Der Papp war, glaube ich, ein bisschen länger, wenn ich meinen Encounter gleich noch im Kralerberg fangen will. Aber ich konnte ja auch jetzt nicht damit rechnen, dass mich hier noch ein Isso angreift, ne? Vor dem ich tendenziell nicht flüchten kann. Aber ist ja auch egal. Wenigstens, dass wir es die ganze Zeit zurückschrecken. Ist ja auch was Feines, ne? Ist ja auch was Feines. Ah, okay. Ich hätte eh wieder Erstauner eingesetzt. Also so ist nicht, ne? So ist nicht. Also von daher, danke für deine Unterstützung. Danke, dass dir meine Erstauner gefallen.
in deine Fresse hinein. Naja, ist halt, ist jetzt auch nicht wirklich das, was mir den super maximalen Erfahrungswert bringt, ne? Aber egal. Ja, ja, Starra Lily, ist in Ordnung. Aber ich möchte gerade nicht gegen dich kämpfen. Ich möchte gerade nicht, danke. Tschüss. War nett mit dir. Schutz, ja, ne? Ja. Später sicherlich sehr nützlich. Später sicherlich doch etwas nützlicher als jetzt noch. Gut, ich wollte gerade sagen, warum habe ich keinen Schlankmann bekommen, aber wir haben ein Feuer-Pokémon. Das heißt, es ist gar nicht so nützlich in diesem Falle. Komm, wir besiegen mal Steckmark noch. In der Hoffnung, dass es uns jetzt nicht einfach instant killt. Dürfte es aber nicht mit Smog. Nicht. Nee. Es macht einen KP-Schaden, das ist in Ordnung. Nur vergiften sollte es uns jetzt bitte nicht mehr. Das wäre herzallerliebsten. Und einschläfern vielleicht auch nicht. Das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. So ganz nebenbei. So ganz nebenbei erwähnt, einschläfern würde ich. Eingeschläfert würde ich jetzt auch nie werden. Und ich penne ein. Ja, der Part wird doch ein bisschen länger als erwartet gehen. Nicht wahr, Kinders? Nur weil ich diese Steckmark noch machen wollte. Aber warum nicht? Ne? Warum nicht? Man kann doch mal die EP noch mitnehmen. Man kann doch mal. Oder nicht? So, tippe, tippe, tippe. Tippen wir weiter rum auf unseren Controller, auf unserem DS meine ich natürlich. Und hoffen, dass es bald mal stirbt. Das wäre herzallerliebst. Na, geht doch. Ach, wisst ihr was? Den Encounter im Kraterberg machen wir beim nächsten Mal, denn ich habe jetzt keine Lust mehr. Machen wir beim nächsten Mal. Ich denke, das ist angebracht. Also dann starten wir unseren nächsten Part hier. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn es so ist, werde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Ein Kommentar ist auch sehr gern gesehen. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin, sage ich Schizikowski, euer FlassTV. Bye, bye.